So, halli, hallo, hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde vom Let's Play Trains World 5. Herzlich willkommen im Szenario erwartete Verspätung und damit willkommen in Fulda. Schlechtes Wetter verursachte schon den ganzen Tag Verspätung, besonders um Hanau. Jo, da kommen wir heute noch ran und jetzt erstmal nochmal ganz hier offiziell herzlich willkommen zum Train Sim World 5. Wir schauen uns heute mal an, was es denn da Schönes Neues gibt. Ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Ein paar Sachen können wir auch, denke ich mal, sehen und zeigen. Beispielsweise hier die Strecke nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Ebenfalls ne, der Zug. Und ich hätte gesagt, wir machen jetzt erstmal, was das Spiel hier von uns möchte, denn wir fahren noch genug. Sollten jetzt erstmal schauen, dass wir das Ganze in Betrieb bekommen. So, Türen und Riegeln. Richtung haben wir auch schon. Das heißt, wir können direkt hier mal links aufmachen. So, PZB, SIFA, zack. Ah, LZB haben wir sogar auch. Ich würde mal gerne ein bisschen heller machen. Ne? Das ist ein bisschen dunkel. Wollen wir hier mal heller. Zip, das sieht doch gut aus. So, zip. Wunderbar. Schon viel besser, schon sehen wir was. Und wie gesagt, wir steigen jetzt einfach mal direkt ganz kurz aus, denn es gibt ein bisschen was zu schauen. Ah, okay, das war das Fenster, das war jetzt nicht der Plan. So, einmal runter hier. So. Fahren Sie heute nämlich eine kleine Runde im Flixtrain. Und genau, werden uns jetzt gleich einmal auf den Weg machen. Werden damit dann auch, denke ich mal, die Strecke einmal in ihrer Gänze uns einmal anschauen. Eben natürlich aus Sicht des Fernverkehrs. Bedeutet mit recht wenigen Halten. Gibt natürlich auch hier wieder Regionalzugdienste, was man so alles kennt. Und wir sehen jetzt auch hier schon die modernisierten Wagen vom Flixtrain. Da saß ich tatsächlich noch nicht drin. Seht ihr immer nur vorbeifahren in Karlsruhe am Hauptbahnhof. Ja, natürlich hier, wie man es kennt. Ach, da ist ein optimaler Platz hier, wenn man ein Fenster haben möchte. Nee. Oh, der ist fast noch schlimmer, glaube ich. Ja, Sitzabstand ist natürlich auch so ein Ding, aber das hier wäre jetzt einmal... Aber guck mal, das hast du auch nicht überall im ICE. So, das hier einmal der modernisierte Interregio-Wagen. Ich bin tatsächlich noch in den Original-Flixtrain-Wagen vor der Modernisierung mitgefahren. Ja, das geht jetzt hier quasi noch einmal so weiter hier bis in den nächsten Zug. Ich denke mal, das können wir uns das einmal sparen, haben wir ein bisschen was gesehen. So, da fällt auch schon ein Kollege ein. Genau, eins der Fahrzeuge, die wir hier fahren können. Und hier jetzt einmal... Ah, wir sind... Ach du, ein ganz kleines bisschen zu spät nach Frankfurt am Main. Naja, gut. Schauen wir mal und gucken wir mal. Ich beeile mich mal ein bisschen, dass wir da nach vorne kommen. Damit wir auch wirklich hier zeitig unsere Fahrt einmal fortsetzen können. So, einmal rauf, einmal rein hier. Zack. Und da hätte ich gesagt, schmeiß das Gerät hier einmal an. Schauen wir mal, ob wir hier einmal Türen zu. Das sieht doch ganz gut aus. So, dann hätte ich gesagt, eine Anweisung. Achso, wir müssen einmal, okay, klar, natürlich. Das Ding einmal in Fahrt. Und dann hätte ich gesagt, können wir unsere Fahrt hier einmal starten. Hier ganz frisch und neu hier im Train Sim World 5, ne? Ist langsam angefahren. Ich wollte jetzt einmal das Anfahren hier zu bilden, gerade einmal... Na, ah, nicht die Tür habe ich erwischt, natürlich. War das Anfahren jetzt zum Beginn mal so ein bisschen ganz kleines akustisch mal für sich wirken lassen. Sonst haben wir gerade schon gesehen, ne? Wir starten hier direkt mit der LZB rein. Entsprechend brauchte ich mich da jetzt auch nicht irgendwie während dem Anfahren aus der PZB raus befreien. So, und da wir Verspätung erwarten, hätte ich gesagt, können wir da mal gut zügig auf die Tour bedrücken. Ansonsten, ja...
werden wir ein bisschen Fahrt vor uns haben, wo wir jetzt einfach auch Möglichkeiten haben, über so ein paar neue Sachen zu reden, die es denn hier gibt. Denn, ja, das erste, wahrscheinlich auch erstmal ganz erfreuliche für die Vorversionen von Transcend World 5 besitzen, namentlich zum Beispiel den Transcend World 4, aber auch von allen anderen Varianten, ist nämlich folgendes. Das, was beim Transcend Classic quasi schon immer mal die Strategie war, eben zu sagen, ne, ihr bekommt quasi Hauptspiel-Updates einfach so, ne, die Jahreszahl erhöht sich immer mal weiter. Und das, was an Updates am Spiel selber passiert, das bekommt ihr einfach so mit. Das haben wir jetzt hier in Transcend World 5 eben auch einmalig. Da müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen. Das gilt jetzt für den ersten Monat ab Release. Also wenn nächste Woche dann das offizielle Release ist, könnt ihr euch den Transcend World 5 quasi so als Upgrade holen. Behaltet dann alle Strecken und... ZB Ende, müssen natürlich drauf achten, genau. Könnt alle eure Strecken mitnehmen und müsst das Ganze dann quasi eben nur nochmal kaufen, wenn ihr auch Interesse an den neuen Strecken habt. Wie jetzt hier eben von Frankfurt nach Fulda, müsst ihr natürlich auch nicht alle Strecken nehmen, gibt natürlich auch noch zwei andere Strecken, UK und US natürlich, so für die anderen großen Zielmärkte. Weiß nicht, ob das für euch an der Stelle auch super interessant ist, aber ich habe mir gedacht, ne, hier damit, denke ich mal, hole ich die meisten irgendwie ab. Deswegen fahren wir jetzt ja einmal die Strecke. Genau, das ist das Ding. Was gibt es denn überhaupt so an Core-Game-Updates? Ne? Also warum soll ich das denn überhaupt tun? Also nebst natürlich, dass man da zukünftig auch die Möglichkeit hat, auch die neuen DLCs noch zu spielen, gibt es zum Beispiel so eine Geschichte wie den Conductor-Mode. Da hatte ich ja schon mal ein kleines Szenario dazu gespielt. Das war eben bisher nur so, dass es das ein oder andere Szenario gab, in dem man eben tatsächlich Zugbegleiter gespielt hat, Fahrkarten kontrolliert hat, den Zug abgefertigt, die Türen und sowas. Das gibt es jetzt im Fahrplan-Modus. Erstmal zu Beginn nur auf den drei neuen Strecken bei Nahverkehrsleistung. Eben weil halt im Fernverkehr vielleicht ein kleines bisschen öde wäre, dann macht man das einmal mit der Abfertigung und dann ist man auch schon durch. Also alles, was hier Regionalzug ist, kann man ebenfalls im Conductor-Mode spielen. Ihr wählt sich einfach eine beliebige Fahrplanfahrt aus, bekommt dann noch eine zusätzliche Möglichkeit zu sagen, ne, hey, ich würde das gerne nicht selber fahren, sondern einmal mitfahren. Können wir demnächst auch mal machen. Also ich habe jetzt echt geplant, die nächsten Tage da ein paar Sachen zu zeigen, ein paar Videos dazu zu machen, und das wird sicherlich eines der Features sein, die ich mal spielen werde, mal anschauen, wie das denn so funktioniert. Genau, ansonsten wird heute noch schönes, einen neuen Fotomodus, da kann man jetzt ein bisschen mehr Sachen einstellen. Eine Sache, die ich tatsächlich ganz cool finde, ist grafischer Natur. Ihr seht jetzt hier schon, ne, die Sonne kommt ein bisschen raus und der Schatten auf den Gleisen, der spawnt nicht mehr einen Millimeter vor allem. Das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so, weil es jetzt einfach ein klein wenig natürlicher aussieht. Aber wenn man so ein Vorher-Nachher-Bild sieht, aber es ist ein bisschen schnell, das ist schlecht. Wenn man so ein Vorher-Nachher-Bild sieht, ist das schon tatsächlich eine mega, mega coole Angelegenheit. Also die Schattenränder-Distanz, gerade eben in Bezug auf die Gleise, wo das immer ein bisschen ein optisches Problem war, die wurde massivst nach hinten verlängert. Da wurde ein bisschen getrickst, um das Ganze zu ermöglichen. Finde ich persönlich eine mega coole Sache. Ansonsten hat man jetzt die Möglichkeit, schnell zu reisen auf derselben Route. Also vom einen Ende ans andere irgendwie. Wenn man da irgendwas Spannendes hat. Zum Beispiel gerne gerade in den Zug einsteigen möchte. Oder hast du nicht gesehen, irgendwas zu machen, hat man da eine Möglichkeit. Und da haben immer ein paar Leute gefragt, ich habe ja ein paar Routen, die überlappen sich teilweise. Ne? Da habe ich den Bahnhof, den kann ich in der einen oder anderen Route fahren. Können wir da nicht irgendwas machen, dass das durchgängig ist? Können wir die miteinander verbinden? Und eben, naja, haben die technischen Möglichkeiten ja jetzt nicht allzu stark zu strapazieren, hat man sich dafür entschieden, tatsächlich in-game einfach zwischen den beiden Routen wechseln zu können. Also Route-Hopping. Also man kann tatsächlich, wenn man eben so eine gemeinsame Location hat, wie später eben zum Beispiel... Hast du nicht gesehen? Hab ich schon wieder vergessen, wie das Kaff heißt. Kaff ist das nicht hier, das da. Man sieht jetzt, wie das heißt. Ist das Hanau? Das ist, glaube ich, Hanau, ne? Da, wo man nach Aschaffenburg. Ja, weiß ich nicht. Also, da, wo man Überschneidungsmöglichkeiten zu anderen Strecken hat, kann man das tun.
oder unter 160, unter 160, das ist fantastisch. Genau, also Zwischenrouten wechseln, ohne ins Menü zu müssen, ist eine ganz coole Sache. Live-Map habt ihr gerade schon gesehen, da sind noch ein paar mehr Sachen drin. Tatsächlich können wir gleich, wenn wir nachher einen Zug oder sowas sehen, das Ganze mal anschauen. Da stehen, wir können mal gucken, ob wir einen finden. Also wir sehen hier uns selber, das sind wir. Und wenn wir jetzt irgendwo andere Züge stehen haben, gut, der hier steht jetzt tatsächlich, sieht man tatsächlich bei fahrenden Zügen, wenn man später was hat, wie schnell die fahren, was die Zielgeschwindigkeit ist. Also da einfach ein paar mehr Informationen. Ansonsten für Konsolenspielerinnen und Konsolenspieler, die können es ein bisschen cooler hier mit den ganzen Displays im Zug umgehen. Das war bisher eher ein klein wenig problematisch. Gut, das sagt der PC-Spieler, der davon zum Glück nicht viel mitbekommt. Aber das ist auf jeden Fall hier eine ganz coole Sache. Genau. Ja. Da haben wir ja schon ein paar Sachen genannt. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, das ist jetzt 150 gleich. Das ist jetzt, ne, mir nicht eben wert, das Ganze Vollpreis mir neu zu kaufen. Müsst ihr nämlich gar nicht. Sichert euch einfach im ersten Monat nach Release da einfach das Update. Ja, genau, so ist das. Das ist eine ganz schöne Sache. Man kommt das Basisspiel auch quasi ausschließlich mit dem mit dieser Teststrecke. Könnte man sich auch quasi komplett umsonst holen. Ja, kann man dann halt nur nicht viel fahren. Ist aber vielleicht einfach so als kleine Demo anzusehen. Also seid da schnell, nehmt das mit. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann seid dafür zukunftssicher aufgestellt. Ein Rückschritt ist es auf jeden Fall definitiv nicht. So, genau, schönen guten Tag, Kollege hier. Den überholen wir einmal ganz kurz. Ganz klassisch, wie der Fernverkehr das halt eben macht. So, uiuiui. Aber ganz schön fix hier unterwegs. Ja gut, die Fahrgäste sind, glaube ich, Laien gewohnt. Ne? Also wer Flixtrain fährt, der... gut, ich kann jetzt nicht so viel Mimimi drüber sagen. Ich habe das jetzt, glaube ich, einmal gemacht. Ja, und das war noch vor der eben Umstellung auf die modernisierten Wagen. War ganz interessant, war halt ausgebucht. Ne? Sitzen in diesen 5er Interregio-Abteilen irgendwie drin. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne, ob ich das nochmal brauche, da irgendwie mit anderen Randoms den komplett vollen Zuchter da zu haben. Naja, gut, aber war so, wie es war. War eine ganz coole Erfahrung da nochmal mit den alten Wagen. Früher war das ja eben Standard so und jetzt halt eben modernisiert. Denke ich mal, ist das, was die meisten Leute vom Erscheinungsbild her tatsächlich cooler finden. Weil mich als alten Bahnenthusiasten hat natürlich, haben natürlich die alten... Die alte Ausstattung hat mich ein bisschen mehr gefreut. Für den Großteil der Leute wird das aber einfach eine ganz coole Sache sein, so wie es jetzt heute eben ausgestattet ist. Einfach wesentlich moderner. Großes Kontra natürlich trotzdem ist halt einfach faktisch die fehlende Klimaanlage im Sommer. So im Winter hast du dann so 160, sehr gut. Im Winter hast du dann natürlich einfach eine Heizung. Das funktioniert. Im Sommer ist das einfach ein klein wenig problematisch. Da wird das nicht viel kühler als draußen. War natürlich früher so, aber ich glaube, in vielen Sachen ist man da einfach ein bisschen was anderes gewohnt. Gut, in der DB funktionieren auch nicht immer die Klimaanlagen. Ich habe das aber tatsächlich neulich, so gar nicht so lange her, haben sie mal wieder einen Wagen räumen müssen, eben weil die Klimaanlage nicht funktioniert hat, aka die Belüftungsanlage. Was du natürlich hier bei den Waggons ganz einfach und toll machen kannst, ist die Fenster aufreißen. Zack. Problem gelöst. Und das ist natürlich eine Sache, dass man ja, ne, Wagen räumen muss wegen fehlender Belüftung. Das wird hier nicht vorkommen, aber ein bisschen ein Fenster aufmachen und man kann atmen und weiterfahren. Wurde dadurch auch enorm kuschelig. Das hat natürlich auch alles so seine Vor- und Nachteile. Genau, was wir hier auch noch mit dabei haben, ist der ICET. Mit dem können wir vielleicht auch noch eine kleine Runde fahren auf der Strecke und mal eine Runde durchstoßen, mal 114. Damit können wir hier den Nahverkehr ganz gut abdecken. Genau, das ist, glaube ich, soweit ich da mal ein bisschen was zur Route und zum Content sagen wollte. Auf 140, da können wir schon mal langsam... Hab nämlich schon festgestellt, dass man da mal ein bisschen gucken muss, dass man da auch ja überall mitbekommt, dass sich da Geschwindigkeiten ändern. So. Und ich weiß nicht, wie klipp und gleich das vorher quasi gesagt habe oder nicht. Das hier ist jetzt quasi... Kein gesonderter Early Access eben für irgendwie, ne, Leute, die Videos machen wie mich, sondern wenn man die Special Deluxe, whatever, hast du nicht gesehen, Variante pre-ordert, dann könnt auch ihr das tatsächlich gerade jetzt schon spielen. Ne? Das ist jetzt hier
so getimt, dass euch da nichts vorweggenommen wird und ihr das, wenn ihr wolltet, ebenfalls auch erleben. Allerdings müsstet ihr eben diese Special Whatever Version vorbestellen. Ansonsten nächste Woche geht es dann ganz gemütlich los. So, hier ist nämlich der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Das hätte nämlich böse gezwiebelt, wenn wir das nicht geschafft hätten. 110 da. Muss man ein bisschen auf der Hut sein. So, 110, so sieht das aus. Also auch noch nicht ganz. So, würde die Leute ja gerne auf den gastronomischen Service, aber das ist ja auch... Ja, wobei, das war, glaube ich, früher so ein Argument mit, ja, ja, keine Ahnung, Flixfern, da kriegst du ja irgendwie nur einen Schokoriegel oder so, aber fahr mal IC2. Ja, oder auch überhaupt die Linie, die noch mit den alten Intercities fahren, da wurden jetzt ja auch die Bord... Bistros ausgereiht, eben wegen den alten Türen, und war zumindest der Grund, den ich mitbekommen habe. Ja, da hast du dann genauso wenig gastronomische Verpflegung. Ist natürlich immer so ein Ding, möchte man das überhaupt oder nicht. Ist immer so ein Ding, sich drauf zu verlassen, finde ich irgendwie immer problematischer, also zu sagen, ne, ich kann da auf jeden Fall was zu essen und zu trinken holen. Was für einen Notfall dabei zu haben, ist immer nicht verkehrt, aber ich muss echt sagen, irgendwie was zu essen, hole ich mir dann doch tatsächlich meistens, wenn ich irgendwie mit C unterwegs bin. Ich weiß nicht, das ist so mein einfach so das Gefühl von, du verreist irgendwie, das ist doch wie, keine Ahnung, man macht eine lange Autofahrt früher, schmiert sich davor irgendwie Brote oder andere, haben aber Tanke angehalten und sich, weiß ich nicht, da irgendwie so Beefy-Presskram irgendwie irgendwo reingedrückt, ist doch auch in Ordnung, ne? Jeder hat das so ein bisschen sein Ding und ich finde das irgendwie cool. Achso, da können wir mal ganz kurz hier den Zug da angucken, ne? Da kommt uns entgegen. So, ne? Sieht man jetzt hier, was davor hat. Auch Signale und so. Richtig cool, detailliert. Also mit ein paar mehr Infos, auch welche Station das ist. Da kann man schon ein bisschen mehr ablesen. Wollte jetzt gerade einmal nur ganz kurz zeigen, wie eben diese geupdatete Karte aussieht. Genau. So, ich glaube, damit haben wir jetzt, denke ich, so mal das meiste erschlagen. Ja, die anderen Routen muss ich nochmal schauen, ob wir da mal ein Video dazu machen. Ich glaube, da ist... könnt ihr ja gerne mal irgendwie eine Meinung dazu dalassen, ob das was ist, was ihr ganz gerne hättet. Aber ansonsten können wir von London nach Milton Keynes fahren und... Von Los Angeles nach San Bernardino, die San Bernardino Line. Hier sind wir gerade auf der Kinzigtalbahn unterwegs. Passt das auf Geschwindigkeit? Irgendwie geht's bergab, ne? Ja, ja, Josh, wie mit deinem Kanal. Ja, 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 deine Videos werden auch immer schlechter. Genauso geht's bergab. Es ist dieses Bergab, von dem wir mal alle reden. 130, easy. Ballern. Ne, wir sind ja scheinbar ein bisschen zu spät. Auch wenn da was von 0 Uhr stand. Ich glaube, das ist noch ein wenig... nicht ganz so wie es sein sollte. Aber gut. Werden wir sehen, werden wir rausfinden. So, soweit passt das ja auch noch, ne? Tuka Tuka, ganz gemütlich darüber. Uns noch irgendwelche anstehenden 120 da vorne. Ja, das ist... Alter, im Rahmen des Möglichen. Wollen es ja auch nicht so arg spoilern und da schon mal schauen, was da demnächst an Halten oder sowas kommt, ne? So, diesmal sogar angekündigt. Das freut mich natürlich. So, ich hoffe, das kriegen wir elektrisch runter. Ja, sehr gut. Die Geschwindigkeitsprüfabschnitte, das ist auch so ein Ding, da habe ich mich schon ein paar Mal davon baiten lassen. Da muss man echt ein bisschen... Da muss man ein wenig Sorgfalt walten. Das ist gut, das sollte man, glaube ich, im Zugbetrieb sowieso nicht ganz so fahrlässig mit irgendwelchen Regelungen umgehen. So, hier haben wir unsere 120. Aber trotzdem fix für die Kurve. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin eben besagte ICE-Fahrt. Ne, nicht die mit dem ausgefallenen, Klimaanlage und dem Wagen, sondern die Hinfahrt davon. Schön die KRM-Schnellfahrstrecke. Dann durch die Umleitung von Wiesbaden bis Köln. Und hatte vorne einen Platz in diesem Panorama-Abteil gedöns. Ne? Beim ICE 3 kann man da ja vorne ganz schön rausschauen.
Und das habe ich auch tatsächlich genutzt. AKA, da hatte ich meinen Platz reserviert. War auch dringend notwendig auf der Fahrt, weil das war absolut fernab von Gut und Böse, wenn da der zweite Zugteil fehlt. Freitag, Nachmittag, ist immer absolut viel Spaß. Also 10 von 10 kann ich jedem empfehlen. Ja. Ne, aber da vorne rauszuschauen und irgendwie mit 300 die Strecke lang zu ballern. Und da muss ich auch echt sagen, so vom Gefühl her, war das gar nicht so schnell und irgendwie sahen die Kurvenradien wesentlich enger aus, als ich das für diese Geschwindigkeit irgendwie erwartet hätte. Also wenn man mal von außen so anschaut, Videos, die quasi aus der, wenn wir es jetzt mal aus der Perspektive oder so gefilmt sind, oder aus der Perspektive. So, in... schlecht jetzt, ne? Belastend, okay. Ich glaube, das war die SIFA. Sonst hätten wir da links nämlich was mit Herzbeeinflussung gehabt, ne? So, okay. Das war jetzt schlecht. Ja, was ich sagen wollte, ist, wenn man da jetzt Videos oder Szenen von außen sieht, sehen diese Schnellfahrstrecken immer unfassbar gerade aus. So, wenn man da vorne rausguckt, gar nicht mal so krass und man denkt, okay, und da fahren wir es mit 300 einmal durch und ja, funktioniert schon auch ganz gut. So, belastend. Das wäre zu vermeiden gewesen, wenn man sich einfach, wie es sinnvoll und notwendig ist, hier vorne befindet. Aber ich dachte, ich hatte die SIFA ein paar Mal gedrückt, aber vielleicht drückt die sich nicht von der Außenperspektive aus. So, wie stark können wir da beschleunigen, ohne dass wir die Traktion verlieren? Und Fahrgäste sind uns ja egal. Von daher können wir doch richtig durchziehen. Was dürfen wir, 110 oder nach 160? Ja, fast keine Zeit verloren, du. Ist wieder gar kein Problem. So, dann gleich wieder 160. Das ist genau das, was wir wollen. Schon Wasser links. Ist das nicht hübsch? Ist auch echt hier eine Strecke, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich immer das Gefühl habe. Ja, hier ICE. Also hier fährt er wirklich viel lang, ne? Es ist, sobald du irgendwie Richtung Kassel oder sowas unterwegs bist, du fährst einfach hier durch. Das ist einfach so ein Ding. Und da hast du halt sämtliche Verbindungen, die da irgendwie quer gehen. Dann irgendwie Erfurt oder keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Hoch haben wir, also du fährst ja schon ziemlich viel lang. Dafür, dass das eigentlich ziemlich langsam ist teilweise, wie wir gerade auch sehen mit unseren 110 teilweise. Also kommt mir scheinbar dann nicht nur als Fahrgast langsam vor, sondern ist auch wirklich langsam. Finde ich auch ganz cool, dass wir die zwei hier drin haben, weil ich sonst immer gedacht habe, ja, fühlt sich ja schon langsam an. Aber ist das wirklich so langsam oder sind da vielleicht einfach nur Züge vorne dran? Nee, es ist wohl einfach wirklich tatsächlich langsam. Und auch so eine Strecke mit ziemlich, ziemlich vollen Regionalzügen. Also ich glaube, wir sind die einmal im Nahverkehr auch gefahren. Das war halt noch vor 9 Euro und vor Deutschland-Ticketzeit. Ja, damals noch ganz machbar, aber ich meine, ich finde, man sieht schon allein an der Tatsache, wie viele Doppelstockwagen hier an so einem Zug da dranhängen, ist da schon gut, was los ist, ne? Da brauchst du schon ein paar, also... Jetzt sind die nur drei oder vier da meistens dran. Das ist schon echt eine wilde Angelegenheit. Also, ja, SIFA ist doch gut. Ich weiß, du hast mich vorher schon mal betrayed. So, tut mir leid, falls ich dir jetzt hier irgendwie die... Ah, ne, fast Gegenrichtung, sehr gut. Falls ich jetzt irgendwie die Überholung verzögert habe, das hätte mir natürlich jetzt massiv leid getan. So, Geschwindigkeit hier passt noch. AKA können wir ein bisschen... Man sollte uns echt schauen, dass wir dann ein bisschen weit wieder rausfahren. Sonst addiert sich das hier auf mit der Verspätung. Das kann ja auch nie angehen da. Mir ist ja dann auch schön und gut, dass die Flixtrain-Fahrgäste Fahrgastrechte haben. Aber was willst du denn da machen? Du musst halt irgendwie... Ja. Ich sag mal, das ist auch so... Also nebst natürlich mit den irgendwie 3 mm Platz, die man da zum Sitzen hat.
ist das eine der Sachen, die mich ein bisschen davon abhält, zu sagen, hey, ne, Flixwing, gebe ich auch mal eine Chance, wenn es vielleicht eine Strecke ist, die bei mir passt. Und zwar ist es das Thema Fahrtausfall, aka Fahrgastrechte. Wenn ich als irgendwie mit einem DB-Fahrschein irgendwelche Probleme haben sollte, ich habe ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, ne, 20 Minuten zur erwarteten Ankunftsverspätung, kann ich einfach irgendwie in alle anderen Fernverkehrszüge einsteigen, wie ich gerne hätte, oder da irgendwie mich dann im Nahverkehr irgendwie durchschlagen. Also ich komme irgendwie noch weg. Und hier muss ich mir dann irgendwie erstmal ein Ticket vorstrecken, das einreichen, hast du nicht gesehen, oder auf den Flixbus ausweichen. Und, ja, ich weiß nicht. Also da ist mir so der Taktverkehr gegenüber einfach diesem Einzellagenverkehr, den du hier halt einfach hast, ist mir da schon persönlich echt wesentlich lieber, einfach weil ich das Gefühl habe, ja, das einfach zumindest mal noch ein paar mehr Chancen. Fällt zwar wahrscheinlich eher erstaunlich ähnlich oft aus, wie jetzt einzelne andere Leistungen von anderen fernverkehrsanbietenden Unternehmen in Deutschland, aber ja, ich weiß nicht, es ist einfach belastend. Zugausfälle sind irgendwie generell belastend und kommen ja in letzter Zeit sowieso ein wenig gehäuft vor, egal bei wem. Kannst du fahren, was du willst, beziehungsweise nicht fahren, was du willst. Ist aber scheinbar auch regional unterschiedlich, habe ich festgestellt. Das bündelt sich dann doch eher ein bisschen regional, je nachdem, wie da so der Personalstamm aufgebaut ist, habe ich das Gefühl. Ich finde, hier sieht man das mit dem Schatten einigermaßen gut, dass der doch wesentlich weiter nach vorne ragt, wie er es dann in der Vorversion getan hat. So, haben wir denn noch irgendwelche Infos? Ne, haben wir nicht. Kilometer 47. Wir halten auch gar nicht in Hanau. Okay. Ja gut. Ja, ICs halten da manchmal. Aber wir sind in der Flixtrain. Wir halten da natürlich nicht. So, 160. Können wir natürlich tun. Können wir aber auch nicht tun. Sagen wir es mal so. Dann bin ich early. Sparen wir mal ein bisschen Strom, hätte ich gesagt. Wieder an der Geschwindigkeit. Das hier sind jetzt, ja okay, auf 140 Quad, aber wenigstens irgendwie zumindest ein bisschen hoch. Der Juckel ist da halt echt lang, ne? Ich finde es teilweise schon echt massiv, wenn man so überlegt, gemessen jetzt am Gesamtnetz, wie wenig Anteil da wirklich so reine Schnellfahrstrecken haben, wo du wirklich richtig durchballern kannst, wo da auch mal echt die ICs ihre Geschwindigkeiten ausfahren. Also ich finde ja schon, dass man da teilweise einfach gesagt hat, jo, was brauche ich denn dann Züge, die 300 irgendwas fahren können, wenn meine Strecken das immer in der Regel eh nicht hergeben. Kann ich schon verstehen, wenn wir hier mit 120, 130 da lang juckeln. Und dafür fährt halt wirklich hier gefühlt, also zumindest, wenn man irgendwo Richtung Norden durch will, durch Deutschland, fährt ja echt ziemlich fast alles durch. Außerdem mal, wenn wir natürlich ein bisschen andere Richtung fahren, das kann natürlich auch sein. Jetzt Richtung Ruhrgebiet zum Beispiel nicht, aber alles, was so Mitte Deutschland ist, juckelst du da durch und juckeln halt echt im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, Kollege? Genau, die haben wir frisch überholt. Du hast wahrscheinlich das rote Signal, was wir da ganz kurz vor uns hatten. Danke fürs Platz machen. Gerne, gerne. Ach ja, der Arme. Ich glaube, das hätten wir auch ein bisschen miterlebt jetzt hier mit dem vorausfahrenden Zug, wenn wir nicht so, also schon mal wann anders im Fahrtverlauf so vermeidbar zum Halten gekommen wäre. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Fällt mir jetzt spontan gar nicht ein, dass da irgendwie jemand einen Fehler gemacht haben könnte. Nee.
So, 160 müssen wir da jetzt schon auch echt ballern. So. Sonst wird das hier nichts mehr. Dann können wir uns auf die Karte schauen. Ach ja, du, ne? Da kommen wir jetzt langsam so Richtung Ziel. Scheint es auch nochmal ein bisschen zügiger voranzugehen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob da nochmal ganz kurz hier LZB-Bereich nochmal ein bisschen schneller ist oder wir jetzt hier bei 160 Peak bleiben. Werden wir ja sehen. Werden wir sehen. 200 dürfen wir ja, schneller können wir eh nicht. Eben wegen unseren Waggons hinten dran. Ja, die Lok. Ah, okay, das hätte ich auch. War ich mir jetzt nicht sicher. Gut, dann ist das ja absolutes Maximum, ne? Da kannst du da nichts machen. Dürfte das jetzt ja fast schon... Nee, noch nicht ganz. Der fast finale gerade Run sein. Wenn ich immer auf die Uhr schaue... So im Sinne von Fahrzeit, dann hat mir das Szenario noch ein bisschen längeren Spielspaß versprochen. Von daher bin ich mal gespannt, wann wir also nochmal ein bisschen Zeit verlieren. War jetzt ja auch noch nicht sonderlich viel los, sag ich mal so. Na gut, das ist jetzt natürlich nicht der Fahrplanmodus, sondern das ist jetzt ein Szenario... Ja, finde ich auch überschaubar geblieben hier. Ne, guck mal, die Strecke bleibt bei 160. Gut, das ist dann für die paar Meter da entsprechend irgendwie nochmal LZB verlegen, auch wenn es jetzt hier wahrscheinlich vom ja, Kurvenradius sonstige Beschaffenheit wahrscheinlich hinbekommen würdest, dass man hier auf 200 oder so geht. Das sind ja immer ein paar mehr Faktoren. Ne? Es ist ja nicht nur ein, zwei Sachen, die da irgendwie gegeben sein müssen, dass du da schnell fährst, sondern es ist ein ziemlich, ziemlich großes Regelset. In der Regel wahrscheinlich auch zu Recht, auch wenn ich mich jetzt im Detail nicht unbedingt auskenne. Wird das schon so stimmen. Ach genau, Beinübergang können wir zum Beispiel auch nicht machen hier. Ja gut, dann ist das ja alles okay. Hast du als Anwohner wahrscheinlich auch nicht allzu viel Spaß, wenn ich hier irgendwie den rüber muss. Ich meine, es ist ja schon gut was los hier teilweise. Er wird auch mehr geschlossen als geöffnet sein, der Bahnübergang. Naja. Ist ja wahrscheinlich auch nicht der einzige in Deutschland, wo das so ist. So, ach doch, hier ist die LZB. Hätte ich nicht gedacht. So, 200 ballern. So, wie viel Kilometer null? Schon in 3. Ja, brauche ich gar nicht beschleunigen. Danke für die Info, ey. Guck mal, du kannst schnell fahren. Nee, doch nicht. Ah, guck mal. Aber wir sind vorwärts gekommen. Schade, das hätte ich jetzt aber gerne im PCB-Modus gemacht. Ich meine, macht es doch richtig Spaß hier da mit der PCB zu failen da. Aber gut, jetzt sehen wir wenigstens. Ein Mikrobus ist erwartet, da können wir schon mal viel einbremsen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Weil das wird potenziell so sein, dass wir da ein bisschen langsamer werden müssen. Da können wir schon mal hier so bremsen, dass wir ein bisschen Energie nochmal zurückliefern. Die gute Variante des Bremsens. Und dafür ist jetzt die LZB schon gar nicht schlecht. Also man kann schon ein bisschen weiter schauen. Was mich immer noch an diesen einen Werbefilm erinnert. Weiß ich, ob ein Werbefilm oder war das irgendwie Eisenbahnromantik über LZB? Ja, weil es irgendwie so dargestellt wurde, als ob das halt natürlich, ne, das ist das Auge des Lokführers, das irgendwie kilometerweit nach vorne schaut und hier und da, und hast du nicht gesehen. Mein stimmt ja basically auch. Ne, wir können tatsächlich so einen Fernverkehr, der ähnlich schnell fährt oder zumindest Nahverkehr, der durchfährt und nicht anhält. War gut. Ist auch in Ordnung. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen dranbleiben. Das ist natürlich ganz cool, das da abzuschätzen, ne? So im PZB-Modus bleibt man immer so ein bisschen im Unklaren.
sehen wir sogar fast, dass sich die Abstände eher ein kleines bisschen vergrößern, wobei die natürlich auch nicht kontinuierlich, sondern halt auch wieder nur sprunghaft dann entsprechend wechseln. So, 3, 4. 3, 3. Ach ja. 4, 6. Ja, das geht wohl immer ein bisschen weiter. Sehr gut. Es fährt hier, das ist ja klasse. Fantastisch. Achtung, Vorsicht, ne? Wir müssen aufpassen, da fährt ein Zug durch. Ich glaube, 160 ist echt ungefähr das, was der vor uns auch macht, ne? Da können natürlich auch hier Kollege Nahverkehr sein, der dann aber nochmal irgendwie in Hanau hält. Ja. Wird dann wohl so sein. Dann belassen wir es doch hier mal bei Juckel die Juckel mit 160. Ich meine, werden es auch nicht mehr allzu viele Kilometer sein. Ja, ne? Da vorne haben wir dann Hanau und dann ist Frankfurt Süd. So, dann jetzt müssen wir ein bisschen ein Gleis mehr. Weiß auch nicht, wie lange das hier bleibt. Ach dann, das klappt. Ich glaube, mit 160 haben wir hier optimal den Zahn auf dem Kopf. Ne, das heißt nicht, der Zahn auf dem Kopf getroffen. Den Nagel auf dem Kopf getroffen. Sü war das Sprichwort. Okay, das heißt, die letzten Meter könnte man wirklich mit 200 da ballern. Ja. Oder halt einfach ein bisschen weiter nach vorne gucken. Nehmen wir mal das einfach als Vorteil. So, und hier an den vielen, vielen schönen Stationen kann man dann eben anhalten, wenn man Nahverkehr fährt. So, 160 in 3 Kilometern. Da könnte dann auch der LZB-Bereich enden, wäre jetzt mein... Wäre jetzt meine Idee der Dinge, ne? Macht dann ja auch wahrscheinlich ein bisschen wenig Sinn. Außer die Zugfolge ein bisschen zu erhöhen. Ich glaube, das wäre noch so ein Ding. Aber sonst lassen wir das einfach mal so und lassen die Leute mal im Unklar, damit der hier der nächste halt und so, da kriegen wir, denke ich, auch nochmal irgendwie hin. So, LZB-Ende. Haben wir quittiert. Hier ist auch noch Fahrt, das ist absolut fantastisch. Fahrt warten. So, das ist ein gutes Stück. Ich habe aber ein bisschen Angst hier, ne, vor unserer Außensicht. Da haben wir schon mal ein bisschen gefailt. Das braucht ja auch nicht sein. So, jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Ja, war ja ein schönes Vergnügen, was uns geschwindigkeitstechnisch kein bisschen vorangebracht hat. Aber immerhin. Haben wir gesehen, dass die Strecke das hier kann. So, da ist direkt wieder langsamer. Und zwar 111. Genau, 111, Josh. Das ist das, was das Schild sagt. Nicht etwa 110. Nee, nee, 111. Ich hoffe, das reicht jetzt hier von meinem Geschwindigkeitsabnahme. Ah. Ja, gut. Ist, glaube ich, eh nicht unser größtes Problem. So. Gut, dann wollen wir uns nochmal einbremsen. Und mal schauen, was da wird. Was wird. So, schön natürlich, dass jetzt hier, was haben wir da drauf stehen? 100, ja, not even close, sag ich da mal.
So, dann rollen wir mal. Weiß ja auch nicht, ob da gleich wieder Fahrt kommt oder ob wir da stehen bleiben müssen. Und Tatsache. Das bleibt so. Gut, auch in Ordnung. Das ist dann wohl der versprochene Stau aus der Anmoderation hier, ne? Gut, wenn dem so ist, dann werden wir einmal stehen bleiben. Ist das eine Anweisung oder so? Nö. Er hält wahrscheinlich gerade vor uns einfach einen Zug, ne? Was auch immer da für eine Station ist. Ja, jetzt nicht mehr knapp am... Ja, aber anfahren soll es auch nicht mehr, habe ich mal gelernt. Ach doch, jetzt dürfen wir anfahren. Vielleicht nicht mit so viel Wumms. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt hier in der PZB, dass wir da nicht allzu straff unterwegs sind. So, liebe Leute, liebe Fahrgäste, Sie haben es schon gemerkt. Hier vor Hanau geht es ein klein wenig langsamer vorwärts. Das liegt daran, dass wir vor uns gerade aktuell noch einen langsam fahrenden Zug haben. Entsprechend wäre es unsere Fahrt langsam, aber kontinuierlich fortsetzen. Und nur ein paar Minuten Verspätung oben drauf kriegen, bis wir dann in Frankfurt Süd vorsichtig in, ja, ungefähr 10 Minuten sein werden. Ist zumindest der Plan. Wenn es was gibt, informiere ich Sie natürlich gerne. Oder auch nicht. So, hier haben wir 100. Ja, jetzt hätte ich gut zu wissen, wenn wir den immer noch vor uns haben. Also ob es sich lohnt, jetzt weiter zu beschleunigen oder ob der da eh vor allem ist. In solchen Situationen ist es wahrscheinlich einfach Gold wert, dass man tatsächlich Bescheid weiß, hat der Fahrdienstleiter einmal irgendwie mitteilt. Das ist aber Fahrt hier, das ist schon mal gut. Da ist ja der Stau ziemlich schnell weg gewesen jetzt hier, ne? Das kleine Stäuchen da. Wahrscheinlich der große Ding kommt noch, der große Klobber. So, der Gerät da sieht auch gut aus. Ist ja fantastisch. Dass das Vorsignal jetzt nicht an dem Hauptsignal dran ist, ich weiß nicht, ob ich das verstehen muss, aber er wird schon seinen Sinn haben. Vielleicht wegen Abstände oder so. Ach nee, da war gar keins. Das hier ist eins. Okay, dann war das wohl der, der nochmal gesagt hat, was da gleich kommt. So, ab hier dürfte das doch da fast schon S-Bahn sein, oder? Ist das dann S-Bahn hier? Oder noch Regionalbahn? Ja, irgendwann gibt es da auch so einen Tunnel oder so. Ah, weiß ich nicht. Kommt ja auch Offenbach irgendwann und da fährt, glaube ich, sicher auch noch eine S-Bahn. Weiß gar nicht, wie weit die Richtung Osten rausfährt. Was ist eine Endhaltestelle? Puh, dafür kenne ich mich leider wirklich zu wenig aus in der Gegend. Auch wenn man die natürlich immer wieder mit dem ICE mal durchjuckelt. Juckeln ist, glaube ich, wirklich echt das richtige Wort für diese Strecke hier, ne? Einen anderen hat die einfach gar nicht verdient. So, oh ja, so ein bisschen. Nach diesem kleinen Mini-Stau jetzt, da läuft er doch wieder ganz fein, da. Gut, ist jetzt ja auch von der Schwierigkeit. 160, guck mal, ballern. Das ist ja von der Schwierigkeitsstufe jetzt auch eher auf... So einfach bis mittel gewesen, heißt, ich glaube jetzt auch nicht, dass wir da mega viele Stolpersteine haben, Betrieblichter irgendwie, sondern das wird schon funktionieren. Gut, sagt der schon einmal gezwangsbremst wurde, das kann ich jetzt natürlich jetzt nicht leugnen. Das ist natürlich tatsächlich passiert.
Das sieht irgendwie... Nee, das sieht gut aus. Irgendwo dachte ich, da hätte ich jetzt irgendwann einen gelben Anteil gesehen da an dem Licht, aber... Easy Snack, alles fein, alles gut. Ja, das dürften echt S-Bahn-Stationen sein. So, kilometertechnisch noch 12, okay. Oh, der Baum guckt da mal ein bisschen weit hier in mein Krabums. In mein Sichtfeld rein. Der wäre wahrscheinlich schon ein bisschen rasiert. Ich glaube, das kannst du aber auch nicht machen bei hoher Geschwindigkeit. Da ist einfach beim Map-Bauen noch ein bisschen was gewesen. Das ist auch auffahrbar. Das ist ja, guck mal. Erstaunlich gut, was wir hier machen. Gut, auch auf die Kilometer im Netz kann natürlich auch noch was passieren. So ist es nicht. Aber hey. Sonst auch gar nicht, weiß ich noch großartig jetzt noch als Thema extra anfangen soll. Haben wir, denke ich mal, das meiste schon gehabt. Könnte natürlich jetzt noch drüber schwadronieren, was wir da jetzt die nächsten Folgen irgendwie machen. Das wüsste ich natürlich selber gerne. Ich warte jetzt auch extra noch das Release dieses Videos ab, um eben zu gucken, auf was ihr da so für die nächsten Folgen so ein bisschen Bock habt. Dass wir uns da mal anschauen könnten. Contactor-Mode steht auf jeden Fall bei mir auf der Liste. Dann natürlich das Gerät hier mal mit dem ICED und oder mit den Durchstoß einmal abfegen. Ja, ist denke ich erstmal so das. Ansonsten auf den anderen Strecken weiß ich nicht, ob wir dann sonderlichen Mehrwert haben, dann noch die anderen DLC-Strecken mal hier im Transworld 5 uns anzuschauen. Ich meine, mit den Schatten ist natürlich schon eine feine Angelegenheit, aber das jetzt da nochmal gerade in der Phase, das nochmal rechtfertigt, dass wir das tun, weiß ich nicht. Glaube ich auch eher nicht. Ja, du, diese starke Geschwindigkeitsreduktion auf 150, ja, die ist ja komplett. Wenn wir das hinkriegen, glaubt ihr da dran? Ja, weiß ich nicht. Ich bin da ein bisschen skeptisch. 150? Na, schon stark, stark, was wir da runter müssen. So, jetzt nochmal ein bisschen gemütlicher. Gut, das ist tatsächlich mal ein bisschen was. So, und auch hier, noch eine Kurve, okay. Ja gut, Frankfurt-Main-Süd ist wirklich nicht allzu weit weg vom Hauptbahnhof. Das ist schon richtig. Wäre natürlich schade, wenn wir jetzt hier Ed und den Hauptbahnhof gar nicht sehen. Da könnten wir natürlich jetzt hier so ein Ding draus machen, dass wir uns das dann für die nächste Folge aufbewahren. Ach, da vorne ist ein Flugzeug, guck mal. Landet dann wahrscheinlich, gut, klar, ziemlich sicher irgendwie Frankfurt-Flughafen. Nee, Frankfurt-Hahn bestimmt. Ne, es ist nochmal ein bisschen weiter weg. Hab auch echt lange nicht gewusst, wo Frankfurt-Hahn ist, aber das ist wirklich, dass überhaupt nur Frankfurt im Namen drin steht. Ich glaube, da heißt es nur noch Hahn Airport, einfach weil, ja, das mit Frankfurt doch ein ganz kleines bisschen anders ist. So, also ist über die Frage, ob sich jetzt für 4 Kilometer dann noch rentiert, auf 150 zu gehen. Aber wenn man Verspätung hat, muss man das ausnutzen. Wobei ich auch gerade echt sagen muss, ich habe da ja echt ein bisschen getrödelt. Was aber ein bisschen daran gelegen hat jetzt vorher, dass ich mir gedacht habe, ah, okay, wenn es um Verspätung geht, dann brauche ich ja nicht voll auf 160 drücken. Weil es ist schon echt sportlich, jetzt auf Sichtweite zu einem ja, Halt erwarten. Da dann wirklich 160 auf 0 runter. Klar, ne? Zug bekommt das hin. Kann man auch gut ordentlich am Hebel ziehen, dann funktioniert das auch, aber muss jetzt ja auch nicht unbedingt für alle Beteiligten sein. Deswegen
denke ich mal, ist das 140 ist auch okay. Können wir das doch hier bei der gemütlichen Fahrt einmal belassen. So, das hier sind dann 80. Ja, die sollten wir einmal hier auch ein bisschen stärker rangehen. Habe 80 mal ein bisschen vorsichtiger sein, das ist, glaube ich, ganz gut. Ah, da haben wir auch schon halt erwarten. So, liebe Fahrgäste, schlussendlich haben wir es dann bald geschafft. Fitness ist gerade in Anfahrt auf Frankfurt am Main Süd. Wir bedanken uns recht herzlich hier für die Reise. Flickstein sagen, ja, einen schönen Tag, schönen Anschluss, den Sie sich selber kaufen müssen, weil wir natürlich keine verbundenen hier Zugtickets. Wobei, gibt es das nicht irgendwie? Ich glaube, aus dem Raum Stuttgart kann man da irgendwie auch Tickets mit Nahverkehrsanteil irgendwie buchen. Habe ich mal gehört. In besonderer Kooperation mag es sowas geben, ne? So, liebe Fahrgäste, wenn Sie jetzt hier in Frankfurt am Main Süd verlassen, befindet sich der Ausstieg für Sie in Fahrtrichtung links. Ach stimmt, wir können da... Ah, ja dumm, ne? Wir können ja gar nicht Hauptbahnhof anfahren. Wo Steuerwagen? Ja, berechtigter Einwand. Ganz berechtigter Einwand. Ja, und für Lokweg, also hier, da, ne, da hat dann Flixtrain, also das ist, glaube ich, absolut fernab von dem, Businessmodell von wegen hier da günstig und bla und schnell. Nee, das so Kopfbahnhof, glaube ich, und Flixtrain hat das was hat, wird man nicht sehen. Da hast du keine Chance. Ja, klar, ich muss so Süd halten. Hier sehe ich den Hauptbahnhof gar nicht. Das könnt ihr nicht bei anderen YouTubern schauen. Ja, tolles Marketing, Josh, ne? Klasse. 10 von 10. Nee, ihr freut euch einfach auf morgen, ne? Ihr macht das einfach so, dass ihr das einfach, ne? Ihr freut euch da drauf. Seht ihr das morgen bei mir? Genauso machen wir das, ne? Deal, Hand drauf, komm, machen wir so. Halt sogar ein paar Meter vor dem Harttäfelchen. Ist absolut unproblematisch, der Ausstieg. Aber hier links. So. 1,2 Kilometer Fahrgäste einsteigen lassen. Ja, gut. Wir haben die fantastisch abgeschnitten. Was anderes würdet ihr gar nicht erwarten. Und, wie gesagt, abgeschnitten haben ist auch wie jemand, weiß ich nicht, an der Theke, der dann sagt, der gerne 150 Gramm Käse und dann, ja. So ungefähr kommt mir das vor. Ja, immer ein bisschen schnell teilweise. Aber natürlich die absolute Premium-Medaille. So ein Achievement bekommen und vielen fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüssi.